Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Jetzt habe ich es tatsächlich mal gesagt. Ja, also, ein neues Video zum Thema Schwangerschaft, Gewichtsab- bzw. Zunahme. Ja, das Thema Gewicht, glaube ich, ist ein Thema, was viele Frauen ja, beschäftigt, nicht nur im Allgemeinen, auch ohne Schwangerschaft, sondern erst recht, wenn man schwanger ist, beziehungsweise weiß man, erwartet ein Kind, dann ist natürlich in erster Linie, also so war es zumindest bei mir, die Frage, oh je, wie viel werde ich zunehmen, wie schnell werde ich zunehmen, zumal ich ja jemand bin, wie vielleicht der ein oder andere schon weiß, der immer bisher in seinem Leben mit seinem Gewicht zu tun gehabt hat. Also ich war sehr, sehr übergewichtig. Hatte über 153 Kilo auf die Waage gebracht. Leider hat mir die Waage, also die hat bei 153 Kilo Stopp gemacht. Wer weiß, vielleicht waren es sogar mehr Kilo, aber sie ging nur bis 153 und ab da war Error. Deswegen weiß ich, ich habe mindestens 153 Kilo mal auf die Waage gebracht und habe dann durch einen Magenbypass sehr viel abgenommen, wobei der Magenbypass selber jetzt gar nicht unbedingt nur der Grund war, warum ich abgenommen habe, sondern im Gegensatz zu vielen anderen, die ich kenne, die sich auch einen Magenbypass haben machen lassen, musste ich echt dolle kämpfen, um abzunehmen. Also ich musste komplett meine Ernährung umstellen, musste mich anfangen mehr zu bewegen, Sport machen und eigentlich kam ich erst so richtig zur Gewichtsabnahme, weil ich nach dieser Operation erstmal auch gar nichts abgenommen habe, während meine Mutter zum Beispiel, meine Schwester, die haben sich ernährt wie vorher auch und die haben echt doll abgenommen. Und bei mir war das eben so, ich habe nach der Magenbypass-OP noch 3 Kilo zugenommen. Nur mal so viel zum Vorlauf, ein bisschen meiner Geschichte. Also ich hatte 153 Kilo, habe mit ganz viel Disziplin, Ernährungsumstellung, Sport, Schrägstrich Bewegung abgenommen. Und war dann letztendlich immer so auf einem Gewicht von so 85 Kilo. Also ich hatte gut, ja, kann man sagen, 70 Kilo abgenommen und habe, bevor mein Wunsch oder beziehungsweise bevor ich schwanger geworden bin, habe ich noch mal so 3 Monate vorher, ich bin ja im November schwanger geworden, beziehungsweise habe ich erfahren, dass ich schwanger bin, und so 3 Monate vorher hatte ich noch mal so einen richtigen Ehrgeiz, weil ich jahrelang diese 85 Kilo mal plus minus 3 Kilo, ja, hatte. Diesen Wunsch aber, ich möchte echt mal meine 65 Kilo haben. Ich bin nur 1,65 groß oder klein, ne? Und deswegen ist es eigentlich so, dass ein Normalgewicht bei der Größe, sagt man ja eigentlich so, wie du groß bist, solltest du auch wiegen. Das heißt so 65 Kilo. Und das war halt immer so mein Wunsch. Ich möchte einmal Normalgewicht haben, hab dann nochmal Zähne zusammengebissen, hab dann echt mich zusammengerissen, obwohl ich zu dem Zeitpunkt, muss ich ehrlich gestehen, da hatte ich 89 Kilo, nichts mit 85 Kilo. Und habe gesagt, es reicht mir jetzt, ich möchte normales Gewicht haben und habe Vollgas gegeben. Also ich habe mich Low Carb ernährt, habe nach 18 Uhr nichts mehr gegessen. Ich habe wirklich jegliche Art von Zucker weggelassen. Das Einzige, was ich getrunken habe, was mein Zuckerersatz war, war immer Spezi, also Schwibschwab ohne Zucker. Und Cola Zero oder Cola Light, ne? Weil da ist eigentlich nicht Zucker drin, obwohl man sagt, da ist irgendwie Zucker drin. Aber auf jeden Fall war das so mein Süßigkeitenersatz. Und ich habe dann Hardcore-Sport gemacht. 5-mal die Woche bin ich also aufs Laufband gegangen und habe 75 Minuten, bin ich bergauf ganz schnell gejoggt. Weil wenn man mal, sage ich, 153 Kilo hatte, dann 70 Kilo abnimmt, zwar über Jahre hält, aber dann ist das mit der Haut natürlich so eine Sache für sich, ne? Das heißt, dass meine Haut nicht straff ist, wie bei manch anderen vielleicht, sondern dass sie da schon so ein bisschen hängt, ne? Und deswegen, also wenn du dann mit so hängender Haut am Bauch versuchst zu joggen, das ist dann halt immer ein bisschen schwierig. Also deswegen bin ich ganz schnell gewalkt. Aber glaubt mir, Leute, das hat mich richtig ins Schwitzen gebracht und war wirklich, wirklich anstrengend. Und das habe ich halt, wie gesagt, alles 3 Monate durchgezogen, habe dann 16 Kilo abgenommen, bis ich dann eben erfahren habe, dass ich schwanger bin, ne? Und das Thema Schwangerschaft war dann in dem Moment, oder dieses Thema Gewicht war dann so, okay, du hast dich bisher Low Carb ernährt, du hast dolle Sport gemacht, was davon kannst du jetzt noch tun?
Also darf ich noch Sport machen? Inwieweit sich jetzt bewegen? Ne? Weil man natürlich auch immer wieder dann hört, wenn du zu viel machst, dann kommt es auch zu einer Fehlgeburt und so. Und das will ich oder wollte ich natürlich nicht. Und deswegen war ich da schon sehr unsicher, inwieweit darf ich meinen Sport noch machen jetzt? Wobei ich auch gemerkt habe, direkt eigentlich ging das in der Phase mit über, als ich den Schwangerschaftstest gemacht habe, gesehen habe, ich bin schwanger, habe ich auch schon wahrgenommen, dass ich eigentlich so viel mich gar nicht bewegen konnte mehr, ehrlich gesagt. Ich hatte auch mit meiner Frauenärztin damals dann darüber gesprochen, weil ich bei längeren Spaziergängen oder so, ne, schon gemerkt habe, dann habe ich Ziehen im Unterleib und so. Und wie gesagt, man will kein Risiko eingehen. Ich habe also von heute auf morgen quasi meinen Sport eingestellt, fiel mir richtig, richtig schwer. Aber ich habe es auch schon ein paar Tage bevor ich wusste, dass ich schwanger bin, gemerkt, irgendwie, das ist komisch. Also ich laufe und mir wurde schwindelig auf dem Band. Also diese eigentlich typischen Symptome für Schwangere, dass bei zu schnellem Bewegen, zu schnellem Aufstehen einem schwindelig wird, Rückenschmerzen, das hatte ich tatsächlich. Dachte aber, vielleicht liegt es eben daran, weil ich zu viel Sport mache, mein Körper es vorher nicht gewöhnt war oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Ne? Auf jeden Fall ist es so, dass ich den Sport erstmal direkt eingestellt habe. Ich bin ja eigentlich in einem Fitnessstudio angemeldet und ja, habe dort dann auch erstmal pausiert. Und ja, meine Low-Carb-Ernährung, meine so heiß geliebte, ja, mich an die sehr stark gewöhnende Low-Carb-Ernährung eingestellt, weil du darfst ja in der Low-Carb-Ernährung keine Kohlenhydrate mehr essen und diverse andere Sachen. Also ich habe auch generell auf jegliche Art von Körnern verzichtet. Ich habe irgendwie die Low-Carb-Ernährung mit der Deadlift-Die-Soße-Diät, weil die hatte eine Bekannte von mir zu dem Zeitpunkt gemacht. Das habe ich irgendwie so gemischt, gepaart miteinander und dementsprechend mich eben auch ernährt, ne? Und auf jeden Fall ist es so, dass ich ja, meine Ernährung komplett ja, wieder umstellen musste. Von auf alles irgendwie verzichten zu sich doch wieder vieles gönnen. Viele haben auch gesagt, Mensch, und wenn du jetzt doch schwanger bist, dann ernähr dich doch und gönn dir Sachen, die du dir vorher nicht gegönnt hast. Also so Süßigkeiten hin und wieder oder was weiß ich für Sachen, ja. Also das musste ich erstmal wieder neu lernen für mich und Kohlenhydrate essen, weil das ist ja wichtig für das Babychen. Und das fiel mir am Anfang richtig, richtig schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist so, dass ich ja meine Low-Carb-Ernährung erstmal ad acta legen musste. Ja, jetzt zu dem Thema. Ich hatte ja so schön und toll abgenommen. Vorher war meinem Traumgewicht wirklich so, so nah. Und ja, auf einmal weißt du, okay, Schwangerschaft, ich werde wieder zunehmen. Wie viel werde ich zunehmen? Dann fängt man an, das gute World Wide Web, ne, zu nutzen, zu googeln, wie viel nehmen die Frauen so zu. Ich habe von einer Bekannten gehört, die hat irgendwie 30 Kilo zugenommen in ihrer Schwangerschaft. Als ich das gehört habe, bin ich ganz ehrlich, habe ich gedacht, boah, wie kann man so viel zunehmen in der Schwangerschaft? Da muss man sich ja völlig gehen lassen. Das ist ja schon ab jeglicher Norm. Muss aber ehrlich gestehen, 31. Schwangerschaftswoche bin ich, dass es mir selber so ergeht, dass ich zunehme, zunehme und zunehme und wirklich das Gefühl habe, das Ganze läuft aus dem Ruder. Klar, wenn du vorher auf alles verzichtet hast, du lernst dann wieder dieses normale Essen, du lernst es auch wieder zu schätzen, zu genießen, was Schokolade betrifft oder auch mal eine Tüte Chips, ne, was es ja vorher, wie gesagt, bei mir gar nicht gab. Und das ist so ein bisschen jetzt Schwangerschaftsgelüste gepaart mit ja, mit vielleicht einem kleinen Jojo-Effekt. Also mittlerweile ist es so, dass ich wirklich leider wieder ziemlich gerne Schokolade esse, dass ich leider auch zu jeglicher Tageszeit esse, weil ich einfach mir auch denke, okay, wenn mein Körper das jetzt möchte und braucht, dann gebe ich ihm das und ich weiß, nach der Schwangerschaft wird wieder die Phase kommen, wo ich dann abnehmen möchte, um endlich echt mal dann mein Traumgewicht zu erreichen und dann werde ich wieder lang genug meine Ernährung einstellen, einschränken müssen, wieder alles mit ohne Süßigkeiten und keine Ahnung. Also genieße ich das jetzt irgendwie. Also ich versuche es zumindest. Das schlechte Gewissen ist immer da. Aber ich war auch am Anfang ganz froh, weil die ersten 3 Monate, muss ich wirklich sagen, ich habe keine Süßigkeiten gegessen. Ich hatte keine bestimmten Gelüste, Melone oder sowas. Ja, aber das ist ja auch gesund, ne? Also darauf hatte ich Gelüste. Aber ansonsten, ich hatte gar keine Art von
Schwangerschaftswehwehchen. Ich dachte so, boah, ey, meine Schwangerschaft ist easy. Ich habe keine Übelkeit, mir geht es gut, ich kann gut schlafen, gut mit dem zu viel laufen. Das ist halt so eine kleine Einschränkung, aber auch mit der, das ist ja nicht lebensgefährlich oder total schlimm, konnte ich also auch wunderbar leben. Ich hatte bis dato keine Zickigkeit. Bis dato keine Zickigkeit. Die hat sich sehr geändert. Also all das, was ich am Anfang, wo ich dachte, boah, ey, meine Schwangerschaft ist so easy. Ich bin die easyste Schwangerschaftsfrau, die es gibt. Ja, also bei mir läuft ja alles prickelnd und super. Das hat sich dann aber auch nach ein paar Wochen gelegt, muss ich ehrlich sagen. Also wie gesagt, was schon mittlerweile ist, ich esse echt gerne Süßigkeiten und ich habe tatsächlich 31. Schwangerschaftswoche, kurz vor 32. Muss ich erwähnen, ich habe tatsächlich schon jetzt fast 20 Kilo zugenommen. Und das, ich meine, die, die mich kennen, die sehen das. Ich habe wieder ein Doppelkinn bekommen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe irgendwie keine Ahnung. Mich nicht mehr essenstechnisch so doll im Griff. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich abends da hinsetze, vor den Fernseher und dann da irgendwie, keine Ahnung, Chips und sowas in mich reinschaufel. Aber es ist schon so, dass ich gerne meine Stullen esse, dass ich auch wirklich gerne Süßigkeiten esse mittlerweile. Ich glaube, dem kann sich fast keine schwangere Frau entziehen. Und das ist halt bei mir einfach auch irgendwie so ein Laster. Eis war eine Zeit lang, obwohl mein Mann da fast noch schlimmer ist als ich. Der isst ja Eis ohne Ende. Da denkst du, er ist schwanger, nicht ich. Aber ja, das muss ich schon ehrlich gestehen. Also ich habe jetzt schon 20 Kilo, knapp, nicht ganz, irgendwie 19 Kilo und zugenommen. Klar, der Bauch wiegt und das wiegt und das. Ne? Man kann sich das auch mal alles so ein bisschen schönreden. Es ist jetzt auch nicht unbedingt, dass ich sage, ey, ich muss für zwei essen, was ja viele sagen, du bist schwanger, du musst für zwei essen. Nein, ich habe immer gesagt, also weißt du, wenn ich schwanger bin, dann bin ich zwar schwanger, aber du brauchst ja nur ein paar Kohlenhydrate ab einem gewissen Zeitpunkt mehr. Und so dieses typische, man muss für zwei essen, ist es ja eigentlich gar nicht. Du musst halt ein bisschen mehr essen wegen dem Kind, aber es kriegt schon genug von dem ab, glaube ich, was man selber verzehrt. Und ja, ich habe auch immer gedacht, so, ey, nee, ich werde mich nicht, erst recht, wenn man vorher, vor der Schwangerschaft, so diszipliniert, sich ernährt hat, so diszipliniert Sport gemacht hat und die Kilos Tag für Tag wirklich gepurzelt sind, dann ist es natürlich schon so, dass ich von der Einstellung her dachte, ey, boah, nee, ich werde niemals so eine fette Schwangere, gibt's ja wirklich, ich meine, mittlerweile, ne, kann ich mich eigentlich fast schon wirklich mit dazu zählen, leider. Aber gut, es gibt noch ein Leben nach der Schwangerschaft, das heißt, wieder Ehrgeiz, alles etc. hervorholen und dann abnehmen. Und ja, mittlerweile bin ich tatsächlich selber so eine. Ne? Also, was jetzt bei mir nicht so krass ist, wie ich es ganz oft höre, wenn Frauen, die müssen jetzt unbedingt das und das haben. Und wenn du das nicht holst, dann flippen die aus. Oder ich habe auch bei einer gesehen, bei YouTube, die hat auch gesagt, ich weiß, Frauen, das ist so schlimm. Und wenn man nicht sofort was zu essen parat hat, dann dreht man durch. Habt immer nachts auch eine Schale mit Gemüse oder ein Behälter mit Gemüse neben euch. Und ich dachte schon, da war ich noch nicht schwanger. Oh Gott, wie schlimm muss das erst sein, wenn du schwanger bist? So, dann musst du ja ständig essen und so. Also so ist es nun echt wirklich nicht. Also bei mir ist es zumindest nicht so, dass ich das Gefühl habe, jetzt, ich muss sofort das und das haben. Und wenn ich eine Minute nicht zu essen sehe oder vor mir liegen habe, dann flippe ich aus. Das ist tatsächlich jetzt bei mir überhaupt nicht der Fall. Also ich finde eigentlich, ich ernähre mich noch recht human, auch gut. Also ich esse schon auch gesunde Sachen. Viel Obst und so weiter war ja vorher meiner Diät auch nicht erlaubt. Also da habe ich keinerlei Zucker, sprich also auch kein Obst gegessen. Das tue ich jetzt schon. Ich esse auch Gemüse, aber ich nasche auch hin und wieder. Ich esse mein Brot. Na natürlich, da sind überall Kohlenhydrate drin. Ich esse auch mal Nudeln und so weiter und so fort. Ist ja wichtig fürs Baby. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich habe das schon recht schnell gemerkt, dass mein Gewicht ja, knappe 70 Kilo hatte ich ja gewogen, dass das relativ schnell hoch ist. Dann kommt noch das Thema Wassereinlagerung dazu. Alles, was bei mir durch meine hohe Gewicht, also ich, ne, durch mein starkes Gewicht hatte ich auch Lymphödeme und ich hatte Diabetes Typ mellitus 2 und diverse andere Sachen. Hab dann so viel abgenommen, dann war das alles weg. Ich hatte kein Diabetes mehr, ich hatte kein Lymphödem mehr und jetzt durch die Schwangerschaft quasi, außer das Diabetes, aber das Lymphödem, ne, das ist alles halt wieder zurückgekommen und das wiegt natürlich auch auf der Waage, muss man auch schon sagen. Ich kann euch ja mal zeigen. Mein Bauch, jetzt schon, wartet mal, im
Ja, also man sieht es schon. Ich meine, gut, das Hemd trägt auch ein bisschen auf, ne? Aber das ist jetzt mein Bauch in der 31. Schwangerschaftswoche. Und ja, also ich bin schon froh, wenn ich wieder nach der Schwangerschaft abnehmen kann. Das Thema ist schon belastend. Ich weiß, man soll sich da nicht so viel Stress mitmachen mit diesem Zunehmen, Abnehmen, aber ich kann euch nur sagen, Leute, wirklich, genießt die Schwangerschaft, esst, worauf ihr Lust habt, versucht trotzdem ein bisschen den Blick zu behalten, nicht in zu viel, also in Massen zu essen. Und für zwei in dem Sinne essen braucht ihr eigentlich auch nicht. Es reicht, wenn ihr das esst, was ihr als normaler Einzelmensch essen würdet, plus ein paar zusätzliche, das kann man auch mal googeln. Da gibt es ja auch eine Tabelle ab, welchen Monat man so und so viel Kalorien mehr braucht. Ich glaube, ab dem 6. oder 7. Monat sind das irgendwie 200, 300 Kalorien nur mehr, die man braucht wegen dem Baby. Achtet halt darauf, dass ihr ein bisschen Obst, Gemüse auf jeden Fall esst. Und ansonsten gönnt euch auch mal eine Schokolade oder was auch immer. Aber macht euch nicht so doll den Stress, wie ich es jetzt zum Teil gemacht habe oder mir mache, obwohl ich es mittlerweile schon ein bisschen lockerer sehe, weil ihr könnt ja tatsächlich danach immer noch abnehmen, ja. Also heißt jetzt nicht, esst, was ihr wollt und nur ungesundes Zeug oder übertrieben. Aber ich finde schon, dass wir sind schwanger, wir machen viel durch, der Körper macht viel durch, wir geben unser Körper quasi hin, ne, für ein anderes Wesen, ein anderes Lebewesen. Und deswegen gönnt euch einfach was als vielleicht auch ein bisschen eine Art Belohnung für die ganzen Strapazen, die man halt leider so mit sich trägt. Und sagt euch immer wieder, nach der Schwangerschaft gibt es auch noch ein Leben. Das heißt, ich denke sowieso, also ich habe schon ganz oft gehört, nach dem Stillen nimmst du automatisch ab. Dann wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr so schnell, so oft dazu kommen, normal zu essen. Also, was weiß ich. Ich werde es auch sehen, erst wenn der Kleine da ist. Aber auf jeden Fall macht euch nicht so viel Stress. Ich für mich habe jetzt gesehen, ich habe mich schon bemüht, dass ich möglichst eigentlich nicht so viel zunehme. Ich glaube, auch wenn ich das komplett jetzt nur gefressen hätte, auf Deutsch gesagt, ja, wie es viele sagen, dass sie dann nur fressen konnten, dann wäre ich jetzt, glaube ich, auch schon bei mehr Kilos. Aber wenn man das ein bisschen im Blick behält, sich aber trotzdem Sachen gönnt, dann ist man ja nicht unglücklich, man ist zufriedener und man kann die ganze Schwangerschaft ein bisschen besser über- und durchstehen, ne? Deswegen, also ich habe jetzt auch schon meine knapp, wie gesagt, 20 Kilo zugenommen. Ja, gibt Schlimmeres, aber nichtsdestotrotz, das ist halt Schwangerschaft, Leute, ne? Das ist Schwangerschaft, das passiert. Und es gibt nichts, was nicht danach wieder reparabel wäre, ja? Also mit ein bisschen Ehrgeiz und Disziplin kriegt man das auch alle danach wieder hin. Okay. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Ja, ich quatsche schon wieder mich um Kopf und Kragen. Furchtbar. Aber wenn man so viel zu erzählen hat. Und ja, es werden mit Sicherheit die Tage noch andere Videos folgen mit diversen anderen Themen. Mal schauen, was ich so Schönes finde. Ja, und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss.